schönen Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen. Ja, vielen Dank, Dirk, für das Feedback. Ich freue mich natürlich, dass Sie heute da sind und dass Thorsten wieder mal mit uns hier das Webinar zusammen veranstaltet. Vielen Dank dafür und ein offizielles Hallo an Thorsten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann gebe ich jetzt den Bildschirm ab und bin sehr neugierig, welches Thema der Thorsten heute für uns mitgebracht hat. Also viel Erfolg und viel Spaß. Vielen lieben Dank, Nelson. Ja, es freut mich natürlich mal wieder hier bei FX Flat vortragen zu dürfen und direkt zu Beginn vielleicht ein, zwei Worte zu meiner Person. Ich nehme mal an, dass die Mehrheit, die jetzt hier zuschaut, mich kennt. Falls nicht, ich bin sozusagen dieser Mann, den man hier sieht mit Fliege und Jackett. Thorsten Eberhardt, mein Name, Optionshändler. Habe auch einen YouTube-Kanal, Options for Winners kann man bei YouTube eingeben. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Optionsclub, den der ein oder andere kennt. Beziehungsweise ich nehme mal auch stark an, dass einer oder vielleicht sogar mehrere von diesen Zusehern hier auch bei mir im Club sind. Und falls noch nicht und man auch überlegt, einen tollen, guten, ja, kompetenten Broker zu finden, dann kann ich natürlich nur wärmstens FX Flat empfehlen und in diesem Zuge natürlich hier meine Landingpage. Wenn ihr das Konto hier drüber eröffnet, dann habt ihr sogar noch 2 zusätzliche Monate for free. Sprich, statt 12 Monate würdet ihr dann 14 Monate Clubmitgliedschaft bekommen. Und den Club kann ich nur empfehlen, besonders in den Phasen, in denen wir jetzt momentan auch sind. Und vielleicht mal ein, zwei Punkte zu dem Club. Es geht ja nicht immer nur darum, um zu traden, beziehungsweise Trading-Signale zu bekommen und stupide nachzutraden. Ich will auch bloß kein Signaldienst sein und werden, obwohl wir bei uns im Club natürlich traden. Es gibt jeden Dienstag einen Trade der Woche, den kann man nachtraden, aber schlussendlich soll der Mehrwert nicht in der Prämie sein, die man vielleicht dadurch erzielt, sondern das Wissen, was man sich dadurch aneignet, um zu sehen, wann und wo und wie ich vielleicht auch einen Trade eröffne. Wir traden über ein 30K-Depot. Man kann auch immer schön auf der Homepage sehen, was für eine Entwicklung wir hier haben. Das ist jetzt die Club-Performance. Und wie man hier auch schön sehen kann, das Ziel liegt bei 12% per anno, also pro Jahr, sprich 1% pro Monat. Und das ist sozusagen das, was wir erreichen wollen. Und das ist auch wieder mal der Wert von Optionshandel, insbesondere von den Stillhaltergeschäften. Also alles, was sozusagen der Vereinnahmung von Prämien dienlich ist. Da können wir nämlich mit planen, also Cashflow sozusagen planen. Und man kann sich natürlich auch da kleine Ziele setzen. Und kleine Ziele sind grundsätzlich sehr, sehr gut, weil die auf der einen Seite natürlich das Ego ein wenig beflügeln, ja, wenn man was erreicht hat. Und auf der anderen Seite sind das natürlich richtungsweisende Kriterien. Ja, das heißt, dass man nicht einfach planlos irgendwas tradet, sondern vielleicht überlegt, als allererstes will ich meine Zielrendite schaffen. Und ich meine, man hört es immer wieder, the sky is the limit, macht die Ziele nicht zu niedrig. Hier ganz, ganz wichtig, Rendite, Risiko. Ja, ich meine, viele sagen ja, je höher die Rendite, desto größer ist das Risiko, muss nicht stimmen. Ich bin eher der Freund von der Aussage, je weniger du weißt, umso höher ist das Risiko. Sprich, wenn du lernst, weißt und machst und Erfahrung sammelst, dann wirst du automatisch auch ein Trader werden, der weniger risikoreich tradet. Das ist bei jedem so. Klar, es gibt natürlich die ein oder anderen Spezies, die immer all in gehen, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das für diesen durchschnittlichen Typ Menschen geeignet ist. Wir sind sicherheitsbedürftig, besonders wir Deutschen. Ja, wir haben die höchste Versicherungsquote, glaube ich, weltweit. Und das zeigt sich auch natürlich in den
Verhaltensweisen wieder. Wir sind ja bei Options for Winners auch ein bisschen international aufgestellt. Das heißt jetzt hier mit Option Omega und auch ein großes Netzwerk in Amerika mit amerikanischen Tradern. Die sind ein bisschen anders, die ticken ein bisschen anders, sind anders groß geworden. Daran muss man sich jetzt nicht orientieren. Ich sage es immer wieder, das Wichtigste ist, dass man erstmal einen Stein ins Rollen bringt und das Zweite, dass es natürlich auch monetär attraktiv wird. Das heißt, was man grundsätzlich immer wirklich so haben sollte, sind halt solche Stufen, ja, dass man nicht am Ende des Jahres irgendwo hier ist, sondern straightforward nach oben. Das sind die Möglichkeiten, die man natürlich hat. Und alles ist auf der einen Seite eine Frage des Wissens. Ja, je mehr man weiß, umso mehr kann man machen. Und was auch noch wirklich wichtig ist, das Wissen dazu befähigt, zu beurteilen bzw. bewerten zu können. Ja, immer dieses klassische Beispiel: Frag einen Blinden nach der Farbe, dann wirst du keine gute Antwort bekommen. Und das ist einfach so. Und ich habe jetzt hier, um auch meine persönlichen Nuancen mal reinzubringen, hier jetzt ganz spontan vor ein paar Tagen, vor einer Woche einen Podcast ins Leben gerufen. Kann man sich von mir aus auch gerne anhören. Ich habe da auch keinen wirklichen Plan, was ich da rede und mache. Auf jeden Fall will ich mal einfach meine Hürden, meine Probleme, die ich im Alltag habe, hier auch ein bisschen näher bringen und das, was ich halt an, ja, Erfahrungen sammel durch die vielen Leute, denen ich begegne und die wir auch im Club haben. Wir haben jetzt im Club mehr als 300 Clubmitglieder und das ist eine sehr heterogene Gruppe. Wenn man sich die Clubstruktur mal hier anschaut, haben wir hier also auch schon viele, die eine Trading GmbH haben, mit den Schweizern, Luxemburgern, Liechtensteinern und anderen Österreicher nicht zu vergessen, die diese 20k Relevanz jetzt nicht beachten müssen, also diese 20.000 Verlustverrechnung, die definitiv eine Hürde sind, haben wir ungefähr mehr als ein Viertel von jenen, die das nicht brauchen. Und die können sich natürlich dann ganz anders aufstellen. Nichtsdestotrotz ist es nicht das, sollte es nicht das erste Ziel sein, eine Trading GmbH zu gründen, ja, um viel Geld zu machen, sondern erstmal ins Trading zu kommen. Ja, das ist ja wie wenn man anfängt mit dem Fußball spielen. Da empfehle ich ja auch nicht direkt für 300 Euro die Fußballschuhe von Ronaldo zu kaufen, sondern vielleicht erstmal gucken, ob es gefällt, ob es passt, etc. Und wir haben halt den Vorteil, und das bietet FX Flat auch mit der Software an, also mit der Trader Workstation. Kann ich mal kurz zeigen, ein Paper-Konto. Ja, das heißt, hier können wir wirklich üben und lernen und schauen und machen. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wir haben halt viele Kollegen bei YouTube mit wirklich gutem Wissen, gutem Content. Das ist auch alles toll. Aber so manche Dinge, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein großes Störgefühl und auch bei manchen Punkten, die meines Erachtens komplett falsch sind, nämlich dass man beispielsweise mit einer Short-Put-Strategie beginnt. Und ich möchte das jetzt hier einfach mal an einer Aktie jetzt zeigen. Ich nehme jetzt mal Apple, ja, weil Apple jeder kennt. Gehen wir mal hier in den Dow Jones, gehen hier bei Apple rein. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Platz. Und das ist doch immer das Gleiche. Dann sagen Leute von wegen, das ist ganz einfach, weil du kannst jetzt dann eine Put-Option verkaufen. Und das Schöne ist doch, du verkaufst die jetzt bei 160 Dollar, kriegst eine ordentliche Prämie. Ja, und du profitierst natürlich, wenn der Kurs steigt, ja, weil wir von einer verkauften Put-Option vom Kursanstieg klar profitieren. Dann wird die Prämie weniger viel wert. Ja, wir wollen ja immer, wenn wir verkaufen, teuer verkaufen und günstig im besten Fall zurückkaufen oder sogar die Option verfallen lassen. So, oder seitwärts oder kein Problem, sogar bis zum Strikepreis. Ja, ist ja richtig safe. Was man natürlich vergisst, ist der Weg. Ja, und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, nicht nur, weil ich es nicht kann und weil ich auch den Weg dahin nicht mag, mit dem Marathonlauf. Ja, also von wegen, der Weg, der muss auch Freude machen, der muss auch Spaß bringen. Und wenn ich jetzt beispielsweise in einem sichtbaren Abwärtsmarkt Put-Optionen verkaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Aktie, also das Underlying der Option, nach unten geht. Und was hat das zur Folge? Die Option wird teurer. Wir erinnern uns dran, wir wollen nicht, dass sie teuer wird, wir wollen als Verkäufer, dass sie billig wird, machen dann Verluste. Und das sind die sogenannten unrealisierten Verluste, die wir dann im Depot haben. So, und das muss man erstmal aushalten. Und die Frage ist, wie weit?
Und da sind wir dann auch immer bei einem Regelwerk. Ja, wir wollen ja bei vielen Punkten ein Regelwerk reinbringen, ja, weil wir müssen auch mal sagen, irgendwo ist Stopp. Und dann gibt es halt beispielsweise Strategien, auch für diese Short-Put-Strategie, bei 200% Verlust rauszugehen. Ja. So, jetzt hat man die 200% Verlust hier gemacht, die 200% Verlust da gemacht, aber man muss ja auch Geld verdienen. Und oft sind die Regeln bei 50, 75, 80% im Profit rausgehen. Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, braucht man doch eine hohe durchschnittliche Trefferquote, um schlussendlich auch diese verlustigen Trades mit zu berücksichtigen. Und da sind wir wirklich bei dem Punkt, weil es bringt ja jetzt nichts, sorry FX Flat, nur den Broker durch viele Trades was Gutes zu tun, sondern man will ja selbst auch auf gut Deutsch was verdienen. Und ich rechne bei mir beispielsweise auch nach einem Stundenlohn. Ja, und ich sage ganz ehrlich, bei manchen Punkten ist es einfach zu viel Arbeit für schlussendlich den Return, den wir haben. Der nächste Punkt, also wichtig, immer gucken, dass das, was man macht, nicht nur effektiv ist, also zum Ziel führt, sondern dass es natürlich auch effizient ist, ja, dass der Weg jetzt nicht allzu lang ist an dem Beispiel. Des Weiteren, was natürlich viele vergessen, hier, wir haben einen 160er Strike-Preis. Wenn wir jetzt die Option verkaufen und es kommt zu einer Andienung und bei einer amerikanischen Option gibt es in der Regel jetzt hier bei Apple auch den amerikanischen Ausübungsstil. Und der amerikanische Ausübungsstil sagt, der Käufer hat von der Eröffnung bis zum Verfall der Option das Recht, uns zum Preis von $160 100 Aktien ins Depot zu stellen. 160 mal 100, brauchen wir nicht lange rechnen, sind $16.000. So, und da muss man sich natürlich dann auch mal überlegen, ist das dann sinnvoll, hier eine nackte Put-Option zu verkaufen? Auch in diesen Phasen, in denen wir sind, gibt es ja diese Cash-Secure-Put-Strategie. Die heißt ja, ich setze so irgendwie diesen Preis so an, dass die Aktie auch zu meinem Wunschpreis angedient wird. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich mache jetzt mal eine Fundamentalanalyse, ich gucke mir nach dem fairen Wert oder ich gucke mal danach, was vielleicht andere schreiben, ob die jetzt also unter- oder überbewertet ist, dann ist sie jetzt vielleicht 20% unterbewertet, super, dann bin ich ganz, ganz happy, dann haue ich da noch so einen kleinen Puffer rein, nennt sich auch Margin of Safety, alles fein und dann habe ich $160 gesagt. Wenn wir jetzt aber sowas erleben, beispielsweise wie Corona, ja, dann wird dir nachher der faire Wert relativ egal sein, weil du hast dann vielleicht $160 bezahlt und die Aktie ist bewertet mit $80 dann in deinem Depot. Dann hast du $8.000 Verlust. Wir können nur von jetzt ausgehen und wir wissen nicht, was morgen ist. Zu glauben, dass in Kürze von 80 auf $160 die Aktie wieder steigen würde, halte ich für naiv. Das ist eine absolute Naivität. Und da müssen wir halt natürlich als Optionshändler, besonders als Optionshändler, gucken, dass wir vielleicht an der ein oder anderen Stelle ja eingreifen. Ja, eingreifen heißt vielleicht schon vorher rollen. Das heißt, wenn wir hier sehen, es geht hier runter, aber ich glaube trotzdem, es kommt ein Turnaround. Es sind ja Annahmen, mit denen wir teilweise kalkulieren müssen. Dann könnte ich dann auch sagen, okay, ich schließe hier im Verlust und gehe einen Monat später ein bisschen tiefer mit dem Strike-Preis rein. Diese Möglichkeit ja besteht, bevor ich vielleicht zu einem in Anführungszeichen recht hohen Preis für diese eben genannte Marktsituation die kompletten 100 Aktien mir ins Depot liefern lasse. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich jetzt mal bei $160 kalkuliere, nochmal die $16.000 und meiner Meinung nach darf eine Aktie maximal 10% des Depots einnehmen. Ergo, man bräuchte dann schon ein 160.000er Depot. So, also das sind halt alles solche Dinge, die man hier auf der einen Seite berücksichtigen kann. Und back zu dem, was ich eben gesagt habe für Anfänger. Ich bin kein Freund von nackten Optionen. So oder so nicht.
Absolut nicht. Und da ist es mir, da sage ich auch ganz ehrlich, von wegen, das finde ich ja gut, wenn man das so liest und dann kriegt man da so ein 10-seitiges E-Book, ne? Mega geil, ne? Ich mache jetzt hier sowas hier, das habe ich jetzt von April 2020 bis Oktober 2020, 38%, ne? Wird dann immer wieder gezeigt. So, dann muss man einfach mal die Frage stellen dürfen, ja? Was war denn in den Phasen von Corona? Was war denn in den Phasen von Oktober 2020, bis Dezember 2020? Was war denn jetzt hier in den letzten Phasen? Was haben wir denn da gemacht? Ja? Wie war es denn da? Na, das muss man alles gucken. Und die Kunst ist es ja wirklich, in allen Phasen trotzdem profitabel durch den Markt zu gehen. Ja, durch den Markt profitabel in allen Phasen. Das ist möglich. Und wenn es vielleicht aufgrund des Wissensstandes oder auch aufgrund des Nervenkostüms die Situation für den einen oder anderen zu angespannt ist, dann muss man sich das eingestehen und einfach sagen, ich bin jetzt erstmal raus. Punkt. Oder, und jetzt kommen wir halt vielleicht zu einem alternativen Weg. Wenn wir in solchen Phasen wie jetzt sind, und ich sehe jetzt Apple, wir haben jetzt hier den O4W Best Indikator hier angezeigt, und da können wir halt hier relativ schnell sehen, ist es bullisch, bärisch oder neutral. Wir sind hier nah an der 200-Tage-Linie unterhalb der EMA 20, EMA 50. Jetzt richtig groß bei Apple einzusteigen, würde ich mir vielleicht nochmal überlegen. Aber ich kann natürlich Folgendes machen. Ich kann ja jetzt erstmal vielleicht eine längere Laufzeit nehmen, die mir es auch erlaubt, weiter weg vom Kurs zu sein. Da verkaufe ich eine Put-Option. Und das sind das zwei Argumentationen, warum ich nicht nackt reingehe. Ja? Der erste Grund ist, ich habe keine Lust, sehr viel zu verlieren. Ja, das heißt, hier bei 164 nach unten ist das Risiko bei über 16.000. Und zweitens, das können wir uns gleich mal angucken. Wir müssen dem Broker, ne, FX Flat, wenn wir bei FX Flat sind, eine Margin haben wir da. Und diese Margin ist natürlich risikokalkuliert. Und der Broker, der weiß es ja, wenn du hier nackig bei Apple drin bist, dann ist die Margin höher, als wenn du dich irgendwo unten noch mit einer gekauften Put-Option absicherst. Und jetzt die 20K, ne, die hat wahrscheinlich schon viele Psychologen jetzt indirekt bezahlt, weil man sich da dauerhaft mit verrückt macht. Ne, wir haben übrigens im Club so einen 20K-Checker, da kann man immer gucken, da kann man immer monitoren, wie man aufgestellt ist. Aber wir müssen doch nicht für die gekaufte Put-Option so viel zahlen. Und ganz ehrlich, wie viel tradet ihr? Ja, das ist doch jetzt die Frage. Und wenn ihr halt exorbitant viel tradet, dann ist es sowieso wichtig, über Absicherung nachzudenken, weil man ja stetig und ständig dann mit Risiko beschäftigt ist. Ja, aber dann haben wir jetzt hier schon mal Folgendes. Wir haben jetzt hier nur noch das Risiko zwischen den Strikes. Der ganze Spaß hier unten, ja, unterhalb jetzt, weiß ich nicht, sind jetzt 158 weg. Das heißt, ich habe mal eben kurz mit der gekauften Put-Option mein Risiko von 16.400 auf 6.000 begrenzt, wenn ich jetzt auf 600, wenn ich jetzt den Abstand von den beiden Strikes nehme. Das heißt, ich habe das Risiko um 15.800 minimiert. Ja, jetzt mag der ein oder andere sagen, Apple geht nicht auf Null. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist exorbitant niedrig, aber auch hier, es ist möglich. Ja, es ist irgendwie möglich. Ich meine, wir können uns immer wieder gerne an Wirecard in Deutschland erinnern und ich hatte damals einen Anruf, da hat sich jemand auch fürs Coaching bei mir interessiert. Der war im Rechnungswesen in einer leitenden Funktion bei Wirecard und der hat sich darüber amüsiert, wie die Presse mit Wirecard umgeht, etc. Ja, und 2 Wochen später war das Unternehmen dann wirklich auf gut Deutsch fast bei Null. Ja, also will damit sagen, vieles
Vieles ist möglich, ja. Und dieses Viele muss man natürlich dann auch überlegen. Besonders das Geld mit dem Bearbeiten haben wir ja auch meistens nicht bei Lotto gewonnen, sondern erarbeitet. So, jetzt haben wir das hier. Aber das Gleiche hier, das ist dann ein Bull-Put-Spread, ja, eine Kombination aus der verkauften Put-Option und der gekauften Put-Option. Jetzt haben wir natürlich trotzdem Ähnliches. Ja, hier profitieren wir natürlich am meisten. Das ist auch noch okay. Das können wir auch noch verkraften. Ist nicht gewollt. So, jetzt sind wir aber bei einer Situation, wo wir eben gerade gesagt haben, jetzt bullisch zu gehen und der Bull-Put-Spread, ja, wie sich der Begriff schon erklären lässt, ist ja eher bullisch. Dann könnten wir doch sagen, pass mal auf. Ja, das kann jetzt aber auch weiter nach unten gehen. Ja, aber ich glaube, das geht nach oben. Du bist unentschlossen. Unentschlossene, was machen die meistens? Die machen meistens gar nichts. Und da sind wir jetzt hier beim Optionshandel vielleicht einen Schritt voraus, ja, und vielleicht auch nur einen kleinen, nämlich wir sagen einfach, wir machen auf der anderen Seite. Ja, das ist jetzt die Strikes, der Abstand ist jetzt egal, soll jetzt, ne, einfach verbildlichen, was wir hier haben. Wir machen Folgendes: Wir verkaufen eine Call und wir gekaufen eine Call. Das ist ein Bear Call Spread. Und wie der Name schon erahnen lässt, bärisch. Das ist für abwärts, jetzt sind wir beides. Ja, das heißt, ding, 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 ding. Ne? In dieser Range ist es alles gut, ist normalerweise eine neutrale Strategie. Ja? Aber man kann es natürlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. Und ich gehe erstmal mit beiden rein. Mit dem Bull-Put-Spread, der auf Anstieg, und mit dem Bear-Call-Spread, der auf Abstieg setzt. So, und jetzt kriegt der eine vielleicht Kopfschmerzen, wenn auf einmal der Kurs nach oben geht und sich immer mehr herauskristallisiert, dass es doch eher long ist, also aufwärts? Kein Problem. Man kann das hier schließen, rollen oder schließen und hier statt einem dann zwei machen. Die Möglichkeiten sind doch gegeben. Das ist doch kein Problem. Und das kann man ständig machen. Das kann man wirklich ständig machen. Und diese Strategie, die Kombination aus dem Bull-Put-Spread und dem Bear-Call-Spread, das ist der Iron Condor. Das ist der Iron Condor. Und den kann man gerne mal aufmachen und dann probieren. Der Einfachheit halber mache ich das beispielsweise im Club, dass ich den in einem Zuge mit einem Trade, nämlich mit dem Strategy Builder, komplett aufsetze. Man kann es aber natürlich auch anders machen, und zwar beides separieren, ja, dass man halt sozusagen beides im Blick hat, aber natürlich auch immer unter dem Fokus, dass das sozusagen eins ist, ja, dass das hier ist der Iron Condor. Ja, das ist das, was man hier natürlich machen kann. Und dieser Iron Condor ist eine Strategie, die sich wirklich auch in den letzten Tagen immer wieder als ganz attraktiv aufgezeigt hat. Ich kann es jetzt auch mal hier zeigen. Das ist jetzt unser Live-Club-Trade. Jetzt gucken wahrscheinlich jemand auf diese große Minusposition. Das war ein Cash-Secured-Put mit Porsche. Haben wir über eine Put-Option anliegen lassen. Danach haben wir schon zwei Calls verkauft. Ja, also da sind wir gerade sozusagen ein kleiner Durchhänger. Dann haben wir jetzt hier auch noch, das ist jetzt hier beispielsweise auch ein Iron Condor auf Home Depot, sieht auch nicht schön aus. Klappen wir mal auf und dann sehen wir hier die Put-Seite, die ist schon ordentlich nach unten gegangen. Ja, das heißt, hier haben wir Verluste gemacht. Sprich, für mich ist es bald Zeit, diesen Trade wahrscheinlich zu rollen. Ja, eventuell auch nur die Put-Seite, also den Bull-Put-Spread zu schließen und den Bear-Call nach unten zu rollen. Das heißt, da gehen wir wahrscheinlich bald raus. Da gibt es auch so ein ganz einfaches Regelsystem. Das ist von Tasty Trades, kann man auch mal googeln. Die gehen bei 21 Tage raus. Und für mich ist halt wichtig, dass ich mit dem Underlying, mit dem Kurs der Aktie nicht zu nah an meinem Strike-Preis kommen. Wir sind jetzt hier bei 280 mit der Aktie. 270 ist die verkaufte Put-Option. Und hier, ganz wichtig, hier ist das Delta. Das Delta sagt ja, wie viel partizipieren wir an der Kursentwicklung. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nimmt man das auch gerne als Wahrscheinlichkeit, also wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich hier sozusagen in die Pflicht komme. Und bei mir ist es ganz wichtig,
Delta sollte nicht über 0,4, in dem Fall minus 0,4 sein. Also 40er Delta sollte nicht da sein. Erstens. Und zweitens, die Laufzeit ist natürlich auch wichtig, weil da haben wir noch den Griechen, dass das Gamma-Risiko, das kann natürlich ganz schnell das Delta ordentlich pushen. Und schwuppdiwupp haben wir auf einmal bei diesem 30K-Konto für 27.000 Dollar Home Depot. Das ist definitiv etwas, was wir nicht wollen. Hier haben wir jetzt beispielsweise zwei aufgemacht. Das ist auf der einen Seite ein Bear Call Spread und ein Bull Put Spread auf den S&P 500. Und hier sehen wir, hier sind wir mal draußen. Und jetzt ist natürlich die Frage, oh, kann ich den weiterlaufen lassen? Weil 90% kostet nur Geld, wenn ich den schließe. Ja, aber, und das ist wichtig, der bewegt sich nicht mehr. Der bewegt sich gar nicht mehr. Ich habe es gerade gesagt. Delta heißt, wie viel partizipiere ich an dem Underlying? Tut sich nichts mehr. Das heißt, wenn wir das jetzt hier liegen lassen und gucken, wir haben noch ein Potenzial von ungefähr 9% Profit, aber müssten hier auf gut Deutsch 23 Tage noch halten. Und da sage ich als Wahrscheinlichkeitsexperte, für mich ist dieser Trade de facto zu schließen. Ja, und dann mache ich Folgendes. Ich mache einen neuen auf, eventuell bei gleichen Strikepreisen, nur mit längerer Laufzeit. Ich gehe jetzt nicht zwingend bei dieser Zeit weiter runter, sondern ich gehe, wie ich es halt gerne mache, 45 Tage wieder in einen neuen Trade. Auch hier gibt es eine Studie von Tasty Trades. Die haben herausgefunden, ich glaube, der Sweet Spot, also in Anführungszeichen beste Laufzeit, liegt zwischen 40 und 45 Tagen. Das ist natürlich dann auch ganz nett. Hier oben, das ist jetzt der Trade, den wir gemacht haben im Club. Das ist der Trade der Woche. Ja, das ist der Trade der Woche. Kann ich mal hier zeigen. Das ist ein Bull Put Spread auf Spotify. Wurde gestern aufgemacht. Hier kann man sehen, ist ein relativ defensiver Trade. Ja, ich mache dann immer hier auch noch ein kleines Bild, wo die Strikepreise sind und dann halt noch eine kleine Information, was ist Spotify. Dann gucken wir uns auch noch den fairen Wert etc. an. Der läuft jetzt, aber das ist alles, das gehört dazu. Guckt euch das mal an. Wir sind heute schon wieder im Minus. Das ist ein Ping-Pong-Spiel. Ja, ich sage es ganz ehrlich, da braucht man sich nichts spritzen, da kriegt man hier schon von der Börse mitgebracht, weil wir haben hier ständig dieses Hin und Her. Mal geht es stark nach oben, mal geht es stark nach unten. Was heißt stark? Aber es ist ja schon ordentlich, was hier für Wechsel entstehen. Und da muss man halt natürlich gucken, von wegen, wie man da mit am besten hantiert. Und ich kann sagen, das sind Situationen, wo ich meine, dass dieser Iron Condor, also diese Optionsstrategie, bestehend aus dem Bull Put Spread und dem Bear Call Spread, ganz interessant ist. Jetzt gucke ich mal, ob wir Fragen haben. Palim, palim, ja. Ganz viele. Ganz viele. Habe ich für dich markiert. Ah, sehr gut. Markieren ist immer gut. Ja, also mein Max, ach, eigentlich ist es immer der gleiche, der da fragt. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gut. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du mich ja fast mal anrufen. Ne? So, was war jetzt die Frage? Genau, ja, Drawdown, wir haben halt einen sehr, sehr niedrigen Drawdown. Ne? Also, wenn man das sich jetzt mal anguckt. Hier ist die Performance jetzt. Gucken wir uns das mal an. Ja, da sind so ein paar dabei, ne, die da sind, aber so sieht es sozusagen aus. Und das ist das, was wir jetzt hier im Club machen. Ja, bitte nicht zwingend verwechseln, was ich beziehungsweise was noch nebenbei gemacht wird. Das ist ja jetzt hier auch im Wesentlichen Wissenstransfer und ein Wegweiser. Ja, lernt man. Also, du hast das letzte Mal schon die gleichen Fragen gestellt. Ja, lernt man. Dafür werden in Österreich die Gewinne aus den Derivaten mit einem persönlichen Einkommensteuersatz besetzt. Ja, dann empfehle ich dir wenig persönlich zu verdienen, dann hast du auch wenig zu versteuern. Die Anlehnung wäre kein Problem, wenn man die Aktie im Depot halten wollte. Ja, doch klar ist das ein Problem.
Das sagt jeder. Jeder sagt am Anfang von wegen, ist happy von wegen über die Aktie im Depot. Aber wenn dann 2, 3 Jahre, und so unüblich ist es ja nicht, der Markt nach unten geht, dann wird sich doch der ein oder andere freuen, vielleicht doch nicht so viele Aktien im Depot. Ja. Ich bin da auch ehrlich gesagt kein Freund. Ne. Ich meine, viele sagen immer hin und her Tasche leer, aber die meisten, die mir das erzählen, hin und her Tasche leer, die haben das System von Optionen noch gar nicht verstanden. Lernt man bei dir im Club den Wunschpreis einer Aktie zu bestimmen? Ja, was heißt lernen? Der Wunschpreis ist natürlich immer sehr stark am fairen Wert orientiert. Fairen Wert gibt es unterschiedlichste Methodiken, wie man das macht. Ich bin kein Freund vom fairen Wert, ja, weil für mich heißt das auch häufig, wenn Aktien unterbewertet sind am Markt, dann ist da keine Nachfrage. Und wenn da keine Nachfrage ist, dann hat es auch seinen Grund. Aber nichtsdestotrotz, natürlich sprechen wir darüber. Ja, wie heißt der Kanal von Thorsten auf Spotify? Ja, ich war sehr kreativ. Der heißt Options for Winners. Also von daher war das nicht so. Credit Suisse hat auch mehr als 50% bevor in UBS integriert wurde. Ja, das kann sein. Ja, genau. Heißt das, muss man täglich sein Depot überprüfen? Nee, also mit dieser Strategie, die wir da im Club machen, definitiv nicht. Wenn du jetzt natürlich Daytrading machst, ist es zwangsläufig der Fall. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen in den Club? Optionskenntnis muss man wissen. Nee, also musst du gar nichts wissen. Natürlich ist es gut, wenn du dich schon vorher mit der Börse beschäftigt hast. Ansonsten, wir haben jeden Dienstag, ja, von dem René, der ist jetzt auch offiziell seit Oktober angestellt bei Options for Winners, haben wir jeden Dienstag ein Anfängerwebinar. Da werden Fragen gesammelt. Diese Fragen werden dann auch thematisiert und alles, was sozusagen um Anfänger geht, wird da auch gemacht. Also ganz, 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 ganz cool. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich ein wirklich guter Griff mit dem René. Falls René dazuhört, mega danke nochmal, super gut. Alle Anfänger sind zufrieden. Also das geht, ja, Anfänger geht. Aber wir haben auch, und auch ganz wichtig, mache ich ja auch. Wir haben ja auch Trading GmbHs, wir haben auch welche, die sind schon erfahren, fortgeschritten etc. Da ist jetzt auch der Martin Luschek bei uns im Club. Ja, das heißt, wir haben jeden Mittwoch, heute 19:30 Uhr, wirklich tiefste Materie, die wir da besprechen. Also da geht es ans Eingemachte. Also für all jene, die eine Trading GmbH haben, ist das natürlich auch ganz, ganz toll. Und ansonsten Clubtreffen von mir donnerstags geführt, ist natürlich auch immer gut. Für die meisten Strategien benötigst du doch die GmbH, oder? Nein. Also es ist natürlich wirklich hilfreich, aber ich sage ganz ehrlich, man kriegt es auch, also Optionshandel bietet natürlich auch genug Möglichkeiten für Nicht-Trading GmbH. Und ich würde auch nicht mit Trading GmbH anfangen. Wie sieht es mit Dokumentation aus? Ja, Dokumentation, inwiefern Dokumentation? Also wir haben Dokumente, Dokumentation, klar, ne, habe ich vielleicht auch schon mal gezeigt, kann ich hier auch noch mal zeigen. Eine Sekunde, gucken wir uns das mal an. Kann ich das mal kurz zeigen? Weil das ist auch wichtig, ne? Ich hatte ja auch schon mal die Idee gehabt, eine eigene Fundamentalanalyse-Datei zu bilden, aber leider Gottes war es. Ja, ich sag's mal so, da war ein Mitstreiter, der hat mich auf Fehler hingewiesen per Anwalt. Deshalb bin ich da jetzt ein bisschen blockiert. Aber auch da, wir sind dran. Ja, wir sind ja immer wieder dabei. Also da haben wir jetzt hier beispielsweise hier in dem Club. Ja, hier in dem Club. Und dann haben wir halt natürlich hier auch die Dokumentation. Hier haben wir die Dateien, die dazugehören. Und hier, wie gesagt, da haben wir auch die Meetings, ne, also die aufgezeichneten, die ganzen Clubtreffen, die sind alle drin. Ne, das allererste bei der Cluberöffnung, 1.1.2022. Es wird alles dokumentiert und hier auch nochmal ganz wichtig: Nach dem Clubtreffen haben wir auch noch ein Zusammensetzen mit Trade-Ideen. Das heißt, da sind wir definitiv dran, uns die Strategien, die Trade-Ideen von den Clubmitgliedern mal anzugucken. Und da gibt es dann halt auch sozusagen meine Meinung, ob ich es machen würde oder nicht.
Ja, also das sind halt alles viele schöne Dinge, die man da machen kann. Und was wir hier auch noch haben, und das kann man ja auch über, wie heißt das nochmal, Instagram, kann man sich das angucken. Also dafür muss man definitiv nicht in den Club. Das sind natürlich die Paning-Zeichen. Jetzt hatten wir hier noch den VIX über 20, jetzt ist er wieder knapp unter 20. Die inverse Zinskurve ist noch da. Ja, letztens hatten wir sogar 4 Punkte Paning-Zeichen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir hier auch immer uns das angucken. Und hier, das bekommt man auch geliefert. Das ist auch hier, wird das immer automatisiert zur Verfügung gestellt. Das sind halt Kandidaten, deshalb ist es auch die Top-Kandidatenliste. Kandidaten, die man halt dann traden kann für bullisch, bärisch. Und dann haben wir natürlich hier auch noch für ETFs das und dann für die jeweiligen Indizes, beispielsweise für den Dow Jones, S&P 500, Top-ETFs, dann sieht man das hier alles auf einen Blick. Ja, das ist am Anfang, ich sage das ganz ehrlich, von wegen, wenn man sich damit alle beschäftigt, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, aber dafür sind wir ja da, weil eins ist ganz wichtig, das ist der Kommunikation, das ist der Austausch. Ja, und das ist auch das, und da möchte ich leider Gottes wieder zurück zu FX Flat gehen. Es nützt einem nichts, wenn man einen Experten kennt. Und der reagiert nicht. Ja, dann ist das sozusagen unbrauchbares Wissen, weil es ja nicht vorhanden ist. Und beispielsweise bei FX Flat, und so haben wir ja auch irgendwie zueinander gefunden, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen Broker da Kontakt aufgenommen, da war es einfach so, dass man genau die Leute erreicht und die Leute, die man erreicht hat, die wussten auch, was sie sagen. Und das ist bei uns beispielsweise auch der Fall. Ja, also ne, hier übrigens gerade per Telegram wird auch bestätigt, wann die eine Top-Kandidatenliste aktualisiert wurde. Ganz, ganz wichtig. Wir sind sowas von geil systemmäßig aufgestellt. Da sage ich ganz ehrlich, von wegen meine ältere Schwester, die arbeitet noch für so einen alten DAX-Konzern oder ehemals DAX. Und wenn die das, glaube ich, da teilweise bei mir sieht, was alles möglich ist, da wünschte sie sich dann auch, könnte man das mal eins zu eins mal eben auf so ein großes Unternehmen übertragen, weil das einfach lebenserleichternd ist. Und das sind halt alle solche Dinge, die wir halt machen und auch Tools, die wir verwenden. Ich kann nur mal darauf hinweisen, ich habe gar keine Kooperation oder ähnliches hier mit OptionStrat. Aber hier haben wir halt die Möglichkeit. Hier haben wir die Möglichkeit, uns das mal einfach anzuschauen. Und lasstet uns doch jetzt einfach mal machen. Wir gehen jetzt mit dem nackten Put auf Apple rein und am Ende, was wir hier sehen wollen, ist dann der Iron Condor. Und dann schauen wir uns das mal an, wie schön das doch alles aussehen kann. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich verkaufe die nackte Put-Option. Und hier, da machen Sie doch schon. Anfänger, Mittelstufe, fortgeschritten, Experte. Hier wird das schon kategorisiert. Und diese einfache Short Put wird hier unter Advanced. Weil das ist einfach fortgeschritten. Es ist technisch vielleicht idiotensicher, eine Put-Option zu verkaufen. Aber das, was dann alles kommt, und darum geht es ja. Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Ein Buch von Dirk Lange kann ich nur empfehlen. Und das ist es. Das ist halt das Problem. Ist am Anfang nicht da, aber das kann auf gut Deutsch schnell kommen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wir sind jetzt hier bei OptionStrat und hier oben gibt man den Ticker, also ein Symbol ein, Apple, AAPL. Gucken wir uns das mal an. Sind jetzt 52 Tage. Ich habe ja gesagt, so 45 Tage aufwärts mache ich. Ja, hier muss man natürlich aufpassen. Ja, Vorsicht geboten. Earnings, ne, ist jetzt kein Earnings Trade. Also jetzt den Trade würde ich so nicht eröffnen, wenn es kein Earnings Trade ist. Weil Earnings ist immer Unsicherheit. Man weiß ja nicht, was die da quatschen bei den Earnings. Also wenn so der Release kommt und das ist komplett abseits der Erwartungen, dann kann es sein, dass der Kurs sich exorbitant entwickelt, sowohl nach unten als auch nach oben. Und das ist ja in manchen Strategien nur teilweise gewünscht. Wir denken uns jetzt aber mal die Earnings weg, gucken uns hier an. 42er Delta, ich mache gerne Delta 10. Ja, Delta 10, jetzt einfach formuliert, hieße, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10%, dass ich in die Andienung komme. Ist jetzt 11. Ja, wollte ich päpstlich als Depp abzahlen. So, und jetzt sehen wir hier, 150 kriegen wir $132. Risiko 14.868. Das sind die 150 mal 100 abzüglich der Prämie. Ja, dann kann man das hier natürlich auch schön sehen. Das ist hier das Risiko. Ja, das ist ja klar. Das geht hier ganz, ganz, ganz weit unten. Und wenn wir uns das jetzt mal machen, dann machen wir jetzt mal im Live-Konto. Ja, ist ja jetzt auch egal, wo auch immer. Ist Apple jetzt hier irgendwo? Gehen wir mal hier rein in die Watchlist.
Da haben wir doch bestimmt Apple. So. Option Trader. Ja, das ist Option Trader ist ja, da traden wir im wahrsten Sinne des Wortes die Options, ja, die Option. Da gehen wir rein, machen den auf. Hier sind die Tage. Apple ist da. Sind jetzt 51 Tage. Das war gerade, was wir gehabt haben. Das waren dann die 150 Dollar. Ja, 150 Dollar. Ich verkaufe, gehe auf Übermitteln. Und dann sehe ich, hier haben wir die Margen. Ja, bei der Eröffnung und beim Halten. Also hier 2000 Dollar ist jetzt sozusagen die Margen für 126 Dollar. Margen ist auch auf Risiko. Ja. So, jetzt gehen wir zurück. Und jetzt sage ich, ich kaufe eine Put-Option. Jetzt machen wir mal 20 Punkte Abstand. Hieße Risiko nur noch bei 20 mal 100, 2000. Abzüglich des Profits, der hat sich natürlich reduziert auf 97 Dollar, wären wir bei 1903. Ja, ist ja klar, weil wir kaufen für 30 Dollar. Die 30 Dollar, wenn das verfällt, gehen von der 20K ab. Ganz wichtig. So, und jetzt gucken wir uns das mal hier an. Strategy Builder, 150, wir verkaufen Put, 130, wir G kaufen, also wir kaufen. Mittlere. So, und jetzt hat sich die 30 Dollar, das, was ich für die gekaufte Option, für den Long Put bezahlt habe, hat er geschafft, 1300 Dollar die Margen zu kürzen. So, und was, warum ist das wichtig? Ja, weil das ja schlussendlich auch für uns bedeutet, wie viel können wir noch traden? Wir haben ja sowas wie eine Margin-Auslastung. Und wir wollen ja nicht diesen Margin-Call haben. Ja, dann ruft auf einmal der Broker an und sagt, pass mal auf, wir liquidieren. Ja, und das ist, ne, symbolisch natürlich. So, und das ist das, was man ja natürlich nicht will. Und deshalb muss man auch mit einer Margin-Auslastung arbeiten. Und die setzen wir ungefähr bei 40%. Das heißt, wir bedienen nur 40% unserer Auslastung mit Margen. Und deshalb ist es natürlich auch immer wichtig, hier drauf zu gucken. Und jetzt selbst, wenn du sagst, pass mal auf, ich mache das nur für die Margen. Dann gehe ich jetzt hier. Bezahle ich 9 Dollar. Die 9 Dollar für die Long Put bedeuten für mich 11.000 Dollar weniger Risiko. 11.000 Dollar, 110 mal 100. Gucken wir uns jetzt mal die Margen an. 1.510. Aber die 900 Dollar, die haben ungefähr 500 Dollar Margen uns gebracht. Also, dass wir die weniger haben. Und die können wir ja anderswo verwenden. Ja, also selbst jetzt abseits des Risikomanagements ist natürlich hier auch das Margin Management wirklich entscheidend. Ja, und das ist jetzt hier sozusagen der Bull Put Spread. Und wir gehen jetzt hier zurück. Wir haben jetzt den Bull Put Spread gebildet. Und jetzt machen wir hier mal, und dann sehen wir halt, ne, nach oben alles grün, nach unten schön alles rot. Ne, wenn wir jetzt mal hier gucken, was wir hier verlieren könnten, ja, wenn der Kurs jetzt von heute auf morgen um 50% sinkt, dann hätten wir jetzt durch die Option auch 1903 Dollar verloren, ja, wenn wir jetzt nicht in die Andienung kommen. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir Folgendes. Wir verkaufen eine Call-Option. Wir gucken uns das mal an. Machen wir das auch bei Delta 10. So, machen wir Delta 8. Auch gut, dann machen wir hier, das ist 14, das ist zu viel. Machen wir 14. Und hier machen wir mal auch 10 Punkte Abstand. So. Ja. Und jetzt haben wir halt natürlich nicht nur nach oben positiv, sondern natürlich auch nach unten durch das Hinzufügen des Bear-Call-Spreads. Und das ist das, was hier auch steht. Das ist jetzt der Iron Condor. Und wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier oder hier drin bleiben müssen. Wir können natürlich entsprechend des Marktgeschehens verschieben. Ja, das können wir machen. Und wir können natürlich nicht nur in den Strikes verschieben, wir können ja auch in den Laufzeiten verschieben. Das ist alles kein Problem. Das ist halt alles möglich. Das ist halt das, was man halt sozusagen lernen muss. Wann geht man raus? Wann nicht? Ja, wann bleibt man drin? Wann sagt man von wegen, ich mache die jetzt hier ganz zu? Ja, wenn jetzt eine Nachricht kommt von Apple,
Ja, das jetzt beispielsweise ist ein ganz blödes Beispiel. In den USA ist nur noch Apple als iPhone erlaubt. Ist nur noch, ja genau, ist nur noch Apple als Smartphone erlaubt. Dann wird natürlich der Kurs exorbitant steigen. Ja, also dann wäre es natürlich blöd, den zu rollen nach hinten, sondern dann schließt man den und geht dann auf die bullische Seite, wenn der Trend sich er, wenn der Trend sich verfestigt, beziehungsweise wenn der Trend entstanden ist. Ja, dann kann man das natürlich machen. Die Frage, die halt immer viele stellen, weil ich habe ja jetzt hier auch Indikatoren, ja, sind die zwingend notwendig? Nein, die sind nicht notwendig. Man kann auch ein stupides mechanisches Trading machen und nach einem ganz bestimmten Plan folgen. Ja, das ist auch eine Sache, an der ich immer wieder arbeite. Da mache ich natürlich gerne auf Indizes, wie beispielsweise auf den S&P 500. Das kann man natürlich dann auch machen. Da muss man aber auch ein System haben, ein festes Regelwerk und genau danach traden. Hier, wenn ich jetzt beispielsweise bei dieser Brot- und Butter-Strategie gehe, die ich ja auch auf YouTube schon diverse Male vorgestellt habe, ist für mich dieser Indikator halt ganz wichtig, weil dann sage ich gehe rein. Hier bei diesem Long Open, da gehe ich rein. Ja, und dann, wenn es gut läuft, trade ich alles weiter. Und hier ist dann Close. Aber hier bin ich reingegangen. Ich bin es auch. Ja, also ich will jetzt auch nicht hier sagen, von wegen, ne, hier der Super Larry. Ja, und dann war es halt einfach so, von wegen bei Verlust geschlossen. Punkt. War einer weg. Aber wenn es einer von vielen ist, ist es in Ordnung. Nur das ist das, was man natürlich dann machen muss. Wenn man Stillhaltergeschäfte macht, wo man ja wirklich auf die Vereinnahmung der Prämie fokussiert ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Wahrscheinlichkeiten auf seiner Seite hat. Sprich, dass man natürlich alles irgendwie raussucht, ja, wo Möglichkeiten bestehen, dass das, was man vorhat, auch in die Richtung geht, die man sich wünscht. Und deshalb für mich ganz wichtig, wenn ich mir am Anfang was angucke, dann ist es für mich als allererstes immer der Morgen, ne, das ist ja hier sozusagen, bei Instagram poste ich das ja auch jeden Morgen als Morgenroutine. Dann gucke ich mir das alles an und dann als nächstes, dann gehe ich hier rein und gehe auf meinen SPX, auf den S&P 500 Index und dann gucke ich mir das an. Und dann sehe ich einfach, jetzt ist vielleicht nicht die beste Phase, all in auf Bullish zu gehen. Das ist dann klar. Dann bin ich da erstmal nicht dabei und wir sehen es ja, was hier war. Also wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, ja, und wenn wir jetzt noch von der Jahresendrallye sprechen, wir haben noch 2 Monate Zeit, ist das aber nicht wirklich schön. Und was wir hier ja definitiv erkennen können, hier ist die 200-Tage-Linie. Ja, die ist halt wirklich entscheidend. Die ist wirklich entscheidend. Und hier haben wir halt die EMA 20 und die EMA 50 und hier war das Wechselspiel. Hier haben die getauscht. Ja, da ist die EMA 20 unter der EMA 50. Und dann sage ich ganz ehrlich, hier ist für mich momentan für rein bullische Strategie keine Verwendung. Aber das ist es ja, was ich eben auch mit dem Iron Condor gezeigt habe. Ja, man muss nicht zwingend auf ein Pferd setzen, was jetzt in eine Richtung geht, sondern man kann auch auf zwei Pferde setzen, die in die entgegengesetzte Richtung laufen, wie es bei dem Iron Condor beispielsweise der Fall ist. Ja. Und wenn man jetzt die Trading GmbH nochmal anspricht, und da gehe ich nochmal auf die Frage von Anja ein, dann ist es natürlich einfacher für uns, wenn wir diese 20K nicht haben, mit anderen Strategien reinzugehen, die jetzt beispielsweise sehr longlastig, aber ich rede jetzt nicht longlastig, bullishlastig, sondern sehr long-optionenlastig sind, um an der ein oder anderen Sache mal eben zu partizipieren. Ich kann es hier noch mal zeigen. Wir sind ja bei Gold reingegangen. Hier, wir sind ja bei Gold reingegangen. Und da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit. Man kann auf der einen Seite, kannst du beim Gold Future reingehen. Habe ich auch gesagt, wenn du den großen Future Bill nimmst, bist du 198.000, ja, long, wenn du da reingehst. Du kannst natürlich auch das anders vergünstigt machen. Du kannst ETFs nehmen. Ne, da gibt es ja den GLD beispielsweise, kann man alles machen. Ja, den kriegt man jetzt in Amerika. Hier kriegst du den, wenn du den über die Put-Option dir vielleicht andienen lässt. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit Optionen auf Futures mit wenig Geld trotzdem zu partizipieren. Das war jetzt beispielsweise der Bull Call Spread hier auf Gold. Und dann heißt das ja, ich habe oben eine Call-Option und darunter die verkaufte Call. Die kostet mehr, als die verkaufte mir bringt.
sodass ich am Ende bei einem Debit-Spread bin. Und das ist natürlich hier nicht wirklich 20K-freundlich. Hier in dem Fall schon. Warum? Weil der Kurs steigt und ich habe ja mit der gekauften Call keine Verluste gemacht. Also das ist in Ordnung und das muss man natürlich managen. Aber das kann man auch, und da wieder zurück auf Anja, das kann man natürlich in kleinen Dosen auch natürlich mit privaten Konten in Deutschland machen. Ja, die Möglichkeit besteht definitiv. Wichtig ist immer nur, und das ist halt auch das Schöne, wenn ich das höre, war ich auch letztens beim Börsenstammtisch, aber mehr als Zuhörer. Und ja, momentan kann man ja gar nichts machen. Halte ich für falsch. Theoretisch kann man immer was machen, besonders mit Optionen, weil man sich ja alle Richtungen raussuchen kann oder aussuchen kann auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich sage es immer wieder, man muss ja nicht komplett drin sein. Das reicht ja schon von wegen, wenn man ein bisschen drin ist, ein bisschen mitspielt. Das ist es ja. Die Leute, die beschäftigen sich mit Märkten im Schnitt, die bullisch sind, kennen sich schlussendlich dann auch nur mit bullischen Märkten aus. Jetzt sich aber mal die Chance zu nehmen, die Zeit zu nehmen, sich mit den Phasen, mit den Märkten, die wir jetzt gerade haben, zu beschäftigen, machen die wenigsten. Und dann haben sie halt immer wieder die Unsicherheit. Woher kommt Unsicherheit? Unsicherheit wird getrieben durch Unwissen. Punkt. Und wenn man sich damit beschäftigt und Wissen sammelt und sich, wie jetzt beispielsweise im Club, zig Leute hat, die sich mit dem Thema beschäftigen und sie sich damit auseinandersetzen und dass man sich dann unterhält, austauscht, dann wird man auch lernen in solchen Märkten. Weil die meisten, und es ist ja, wenn der letzte Depp im letzten Dorf gehört hat, von wegen, ich habe gehört, mein Nachbar hat gesagt, ich sollte jetzt in Aktien investieren. Ja, dann ist es der Grund eigentlich, jetzt spätestens rauszugehen. Ja, will damit sagen, häufig geht's für die meisten erst los, wenn der Zug schon sozusagen kurz vor dem Bahnhof ist. Und das ist das, was man natürlich nicht will. Und das Nächste, was ich auch immer wieder sage, ich bin ein absoluter Risikomanager. Das heißt, von wegen, ich versuche immer das Risiko adäquat klein zu halten, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das immer höre, ne, das ist Safe Haven, da kann man nur argumentieren. Ein Schiff ist nicht gebaut, um im Hafen stehen zu bleiben. Ja, so ist es einfach. Und deshalb raus aus dem Hafen. Macht diesen Iron Condor auf. Macht das ein oder andere. Geht ins Paper Trading. Da könnt ihr übrigens auch immer sehen, das ist immer mit, fängt immer mit U an, DU an, die Nummer. Dann sind da nochmal ein Paper Trading, weil viele übersehen hier diese rote Leiste und denken, sie sind jetzt live oder andersrum. Noch schlimmer, man ist im Live und denkt, das ist Paper. Aber hier einfach mal probieren. Einfach mal probieren. Ja, dann gibt man hier einen Ticker ein im Paper Trading bei Apple und dann kann man doch, da war ich mal wieder zu schnell, so, geht mal rein, gibt Apple ein, geht in Option Trader, das machen wir jetzt einfach mal und dann lässt man das einfach mal laufen und beobachtet. Beobachtet, ganz einfach. Strategy Builder, die 51 Tage, dann haben wir gesagt 150 hier, verkaufte Put. 130 hier auf der anderen Seite. Komm, wir machen jetzt mal hier die 195. Ein bisschen defensiver. Da sind wir hier auch bei Delta 8. Das ist in Ordnung. Mache den gleichen Abstand. 20 Punkte. Das heißt 205 hier. Da zahlen wir 15 Dollar für die gekaufte Call. So, lasst euch nicht irritieren. Das ist kein Wecker. Da sind wieder ein paar Signale. Ja, da kann man. Willst du den gleichen Abstand auf beiden Seiten haben? Ich ja, glaube, du hast einmal 20 und einmal 10, oder? Ja, ich mache sofort die gleichen Abstände. Ja, also hier nochmal, das sind halt auch die Signale, die wir hier beim Bot dann immer sehen. Und man sieht hier Long heute. Da haben wir einzige Long, ist jetzt hier gerade WM als Aktie. Ja, aber das, der Rest, hier sieht man, ist richtig Short. So, 205, 195 sind 10 Punkte. Danke, Nelson. Gut, du passt auf, Prüfung bestanden, machen wir 20, ja, 215, vielen Dank, ne, manchmal sieht man den Zahlenfriedhof, gucken wir hier rein, machen Mittelfeld, übermitteln, sehen hier, ist jetzt hier
Paper, ne, null Margin, 142 Dollar, gehen hier rein, ne, ist jetzt noch, sieht man, 139, 145, das ist der Spread. Ich mache jetzt was ich sonst nicht mache, gehe auf Market Order für aus, damit jetzt auch gleich der Trade umgesetzt wird, ist bei der Paper Trading immer ein bisschen Geduld notwendig. Ja? Aber da sind wir im Paper Trading und da kann man sich das Gleiche doch auch mal anders machen, indem man sagt, pass mal auf, mal gucken, ne? Ich gehe jetzt mal da, ich mache das mal so, wie der Thorsten das nicht will. Ja, und dann geht man einfach mal rein und verkauft eine nackte Put-Option und guckt sich vielleicht mal an, wie die sich entwickelt. Ja, gehen wir hier rein. Gehen wir hier, Orders haben wir, machen wir auf 150, verkaufen wir jetzt eine nackte. Ja, machen wir hier auch Markt. Dauert ein bisschen. Aber das kann man hier halt wirklich machen. Dann einfach mal angucken. Und dann eröffnet ihr einfach bei FX Flat ein Konto. Ja, zahlt da ein bisschen was ein und dann überlegt er hier mal, das anzufangen. Das ist das, was ich machen würde. Ja? Und wenn er dann halt noch Begleitung wollt oder euresgleichen auch noch mal sehen, dann geht er halt entweder in meinen Club, in einen anderen Club, in anderen Communities und tauscht euch aus. Ja, weil das ist halt immer wichtig. Das ist wie im Fitnessstudio. Ja? Anmelden, dann ist man drin, geht nicht hin, dass man sich vielleicht den einen oder anderen Kollegen sucht und dann geht es vielleicht besser. Ja. Und jetzt haben wir die beiden Trades, ja, die sind jetzt hier im Portfolio. Gehen wir mal hier rein. Ja. Und da sieht man, hier ist die verkaufte Put-Option, die nackte, die ist hier. Und hier ist jetzt, klick drauf, das ist jetzt der Iron Condor. Ja, das ist jetzt der Iron Condor. So sieht das aus. Sind noch weitere Fragen gekommen? Guten Abend, doch ist es schon so spät. Nee, alles gut, mit gutem Tempo unterwegs, super. Perfekt, ja, also das würde ich sagen, das war jetzt meinerseits, was ich jetzt hier heute aufgezeigt habe und wenn jetzt keine Fragen mehr sind, ja, dann würde ich sagen, schließen wir für heute ab. Ja, sehr gut. Ich glaube, sind alle gut informiert jetzt aus dem Webinar raus und schon mal der Hinweis, nächste Woche, wegen des Feiertags haben wir das Webinar am Dienstag. Sehr gut. Aber da geht ja auch eine E-Mail-Nummer raus zur Erinnerung. Ansonsten vielen, vielen Dank, Thorsten. Sehen uns nächste Woche. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und dann wünsche ich für diese Woche natürlich noch viel Erfolg. Morgen EZB-Zinsentscheid, wer das handeln möchte oder entsprechend darauf achten. Ansonsten passt auf eure Position auf und bis nächste Woche. Super, Dankeschön. Tschüss. Oh,